Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Donkey Kong Country 2 together mit der Blue Millennium. Oh ja. Die ein bisschen müde ist und mir wie Hundoshi. Gut. Ja, heute Gesprächsthema Teddybären. Passt zu der Musik? Ja, ob das zu der Musik passt, ist wiederum die andere Sache. Ich schlafe bei der Musik bald ein. Ja, gut, dass du das genau hier heute machst. Das war auch voll knapp gerade. So. Ja, Teddybären hier. Wie wir darauf gekommen sind, erzählen wir dir nicht. Nein. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Moderatorengeheimnis. Ja. Da haben wir schon ein bisschen davor ein bisschen geredet. Bei mir ist die Rede kurz gehalten. Ich hatte nur einen Teddybär und du schmeißt mich weg. Kann mich aber nicht mehr so ganz dran erinnern. Das war so ein richtiger Bär, so ein kleiner, süßer Bär und ja. Ne? Hab ich gemocht, habe ich aber nie so oft den Bezug irgendwie, warum auch immer, zu einem Teddybär gehabt. Weiß nicht. Ich war stark als Kind. Im Gegensatz, ich muss dran denken, ich hatte sehr viele Stofftiere und ich mag heute noch Stofftiere und ich kann mich nur an ein Stofftier erinnern und das war mein allerliebstes Stofftier. Das ist eine lange Geschichte. Ich sag, es nicht, dass Gengar ist? Nein, es ist ein wortwörtlicher Dinosaurier. Da ich damals in der Kinderzeit den Land vor unserer Zeit gerne geguckt habe. Ja, stimmt. Da hatte ich so einen grünen Dinosaurier gehabt und ich hatte ihn überall dabei gehabt und gegen Ende habe ich ihn umgebracht. Was mache ich da? Ich meine, wer hat denn damals nicht gerne in einem Land vor unserer Zeit angeguckt? Ich kannte viele, die es nicht kannten. Was? Ich kannte viele, die das nicht kannten. Okay. Noobs. Learn to play. Nee, Quatsch, aber es war schon sehr gut. Also es ist nicht. Es ging darum Werte. Was ja heutige Filme, weiß ich nicht. Nicht mehr haben. Mhm. Wenn dann nur sehr, sehr wenige. Sehr wenige. Scary Movie ist ein gutes. Nee, Quatsch. Ich mag aber Scary Movie. Das ist was ganz anderes. Das ist einfach so, das ist etwas, was du dir reinziehst, wenn du Weed brauchst. So wie Shorty. Also ich bin jetzt gerade sehr munter geworden, weil hinter mir jemand geschrien hat. Also hier im Spiel und der war gar nicht da. Ja, wie gesagt. Stimmt, der 10T, Mann. Da wollte er hinterher kommen, hinter dir. Du hast mich einfach weggeschmissen. Momentane Teleportation. Ich habe blonde Haare. Ich bin Super Saiyan. Nicht vergessen. Ja, ich hatte ja ein Stofftier gehabt. Und das habe ich immer mit mir rumgeschleppt. Und irgendwann hatte es keinen Hals mehr gehabt. Und da hatte ich nur noch den Kopf von diesem Stofftier. Jo, nur noch den Kopf, Mann. Kopf abgefallen. Nee, weil ich den immer gerüsselt habe, deswegen. Also immer an einem Hals festgepackt und rumgeschleppt dann. Ja, so lange hält das so ein Stoff jetzt auch nicht aus. Ja, dann ist er kaputt gegangen und ja, ich hatte ihn einmal in einem Geschäft verloren und da hatte ich die Krise meines Lebens gerade, das Kind. Und gerade eben wollte Cranky sich eigentlich schon melden, aber wir sind ganz schnell an ihm vorbeigelaufen. Ne? Er wollte schon sagen, was? Jo, Teddybären, ihr Verrückten! Ich höre immer noch seinen Nachhall. Aber ich muss sagen, dass du durch das Fass durchgeglitscht bist. Nein. Er muss ja. Weil viele sehen ja Teddybären, Plüschtiere eh als Kinderkralle und man wäre angeblich zu alt für ein Teddybär sein und bla bla bla. Wenn man es braucht, kann man ruhig einen haben. Das ist meine Meinung. Dafür sind sie ja da, geknüttelt zu werden. Ich selber finde da jetzt nicht so den Bezug drauf, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn jemand das muss oder möchte. Ist halt jedem seine Sache in dem Sinne. Irgendwie brauche ich sowas nicht. Ich habe schon damals schon recht wenig davon gebraucht, lustigerweise. Was mich wundert, weil das als Kind eigentlich recht normal ist. Ich war damals schon ein komisches Kind. Hey, ich war ein komisches Mädchen. Ich war ein Mädchen, das nicht mit Barbie-Puppen gespielt hat, sondern mit Autos und Dinosaurier. Ja, passiert ist doch. Ja, aber sowas gab es ja auch hier und da mal. So ist ja nicht.
Und ich habe einen Horrorfilm geguckt von einem Metallmonster, Metallwerwolf, der. Ich bin gut. Der. Ich fahre sehr gut. Sehr, sehr gut. Tschüss, Miro. Danke. Deine Frau ist weg. Ja. Hm? Du musst rein. Seit wann bist du wieder da? Hä? Seit wann ich da bin? Hä? Seit wann du wieder da bist als meine Frau? Ups. Hä? Okay. So. Machen wir einfach so durch, als ob nichts geschehen ist. So. Was? Was denn? Du Drecksack! Was Drecksack? Der Geist! Ach! Ich bin gestorben vor der Tür! Wir sind wieder asynchron. Nein! Ich gehe einfach sterben, dann sollte es klappen, glaube ich. Okay. Das heißt, du bist auch gestorben, gut. Ich bin immer noch im Select-Topf und du blinkst und. Bist du. Warte, wo bist du? Vor der Tür, 10 Sekunden. Bei mir bist du gestorben. Gut, wir machen. Was machen wir? Das ist das Problem. Wir müssen immer durch die Welt laufen. Ich glaube, wir machen jetzt so: Wir speichern immer, wenn wir eine Welt geschafft haben, ab. Nein. Gut. Das ist jetzt, so, jetzt einmal eine Ausnahme. Warte, was ist, wenn du jetzt stirbst, draußen bist? Das Problem, ich hab dich immer noch, dass du auswählen sollst. Ach so. Super. Jetzt bist du gestorben. Jetzt bin ich gestorben? Ja. Dann warte, ich geh jetzt sterben. Bei mir sind jetzt 4 Leben, bei dir wie viel? Du bist bei mir jetzt in der Auswahlbildschirm. Bin ich drin? Nein. Doch. Bin ich an dir vorbeigefahren? Du bist jetzt bei mir im Level drin. Bin ich gestorben? Ja, jetzt bist du gestorben. Gut. Wieso funzt jetzt alles? Ich habe gebetet. Also ich soll jetzt reingehen ins Level? Ja. Ich bin reingegangen? Ja. Und du hast mich nicht mit. Hä? Du hast mich nicht mitgeholt. Doch, ich hab dich mitgeholt. Nein! Doch, bei mir schon. Wahrscheinlich bin ich bei dir schon tot. Jetzt bist du tot, ja. Boah, nice, ne? Ich mach jetzt mal das Level bei mir durch. Das. Oder auch nicht. Jetzt darfst du. Ja gut, wir machen was anderes, wir machen einen Schnitt. Was machen wir denn jetzt? Das ist asynchron. Ein Schnitt. Halt den Schnitt, okay. Dann bis gleich. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Yeah! Back in business, Alter. Mhm. Und du bist diesmal dran, weil ich diesmal das Level davor erledigt habe, weil wir mussten jetzt noch das andere Level nochmal machen und ja. Wegen den Problemen, die ihr ja schon kennt. Ich glaube, das müsste richtig lustig aussehen, wenn man beide Videomateriale vom letzten, von gerade eben einfach mal zusammengeschmissen hat. Also wenn man sich beide Videos, beide Seiten anguckt. Der eine macht das Level durch, der andere verreckt. Bla, voll die Zerstörung. Das ist das Problem bei diesen Projekten. Man muss irgendwie die Kommunikation aufrechterhalten. Das ist manchmal irgendwann so schwierig bei solchen Leveln, dass das kompliziert ist. Ganz einfach. Wo waren wir denn davor vom Teamgebiet her? Bei Teddybären. Ja, am Ende fast schon. Zumindest war es bei mir schon schnell zu Ende. Ich war nicht gerade so hinter Teddybären. Und du dafür hast einen Teddybären zu Tode geknuddelt. Ich könnte mir dafür anzeigen. Mail-Anzeige wegen. Hey, ich war einsam, verdammt! Nee, nicht schon. Meine nur. Es wiederholt sich! Wieso denn? Du bist kurz davor, ja? Ich bin jetzt dran und ich bin durchgedingst, ne? Ja,
Ich meinte, es hat sich wiederholt, weil ich nochmal an derselben Stelle verreckt bin. Und ich bin hier verreckt, ey. Hoffe ich auch bei dir, ne? Ja. Gut. Ey, man muss nachfragen bei sowas. Man ist da nie so sicher. So. Dum, dum. Ich war halt eben einsames Kind. Ich wusste was knuddeln. Oh Gott. Das ist aber ganz geil! Wow, wow, wow. So knapp noch gesprungen, dass du den mitgenommen hast, aber runtergesprungen bist. Hey, vor allem, es geht runter, Didi und Dixie haben nur Spaß, ne? Wenn sie so runterfahren. Ich meine, ist ja voll logisch. Man hat ja voll Spaß, wenn so ein verrückter Geister-Ära hier durchgehend dabei ist. Ja, ist ja voll normal, oder? Ich meine... Du bist so gestorben. Ich bin gestorben? Ja. Sag nicht Asikron. Nee, wir machen das einfach Fitness. Hast du doch Safe Stage laden. Jetzt machst du es noch für mich, weil wir müssen das irgendwann mal für uns beide gegenseitig. Weil ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder einen Cut reinzuhauen. Das weiß ich. Du sagst das wie geht's selber. So, weiter. Es ist nichts passiert. Ich hoffe irgendwie, dass es irgendwann synchron bleibt. Am besten ist einer durchgehend am Leben, dann ist es gut. Ja, aber ich war ja am Leben. Weißt du, ich war ja am Leben. Das ist ja das Schlimme daran. Vielleicht will ja heute auch das Internet nicht, wer weiß. Oder meinst du nicht? Naja, manchmal ist es allgemein so, manchmal kannst du es vergessen. Weil diese SNES-Asynchronität von ZSNES ist manchmal echt furchtbar. Mega lag. Danke, lag! Scheiße! Ich lebe noch, ne? Ja. Ich sag, wenn du stirbst. Man wird es ja eh selber hören, wenn ich sage, nein! Du hast Fass mitgenommen. Was? Fass mitgenommen? Du hast eben, jetzt hast du nochmal eins mitgenommen. Echt? Jetzt habe ich zwei mitgenommen. Oh nein, das heißt wahrscheinlich bin ich bei dir schon tot. Nein, du bist durch die Tür gefahren. Okay. Gerade auf 0 Sekunden! Ja. Jetzt bist du tot. Jetzt bin ich... Bist du tot gewesen oder nicht? Nein! Scheiße! Ich mach jetzt das Level durch. Na, keine Ahnung, was das mir bringt. Verdammt! Fährst du jetzt wieder? Ich fahre immer noch. Hä? Ich bin doch immer noch dran. Bei mir. Du bist gerade ins Spiel reingegangen, bist gefahren, hast mich mitgenommen, bist in den Abgrund gesprungen. Ich habe jetzt das Level fertig gemacht bei mir. Ja, toll. Ja. Ich glaube. Noch einmal, alle gute Dinge sind drei. Immer noch laden und wenn es dann nicht klappt, dann. Ich habe wenigstens gezeigt, dass ich das Level spielen kann. Ja, wenn es da nicht klappt, dann ist das der Mega-Fail-Part, den wir hochladen und dann nehmen wir nichts danach auf. Weil Internet zu... Ne? Asozial ist. Asozial. Dann nimmst du die Bananas am Anfang. Ich hoffe, diesmal klappt alles. Alle gute Dinge sind drei. Das sind aber keine guten Dinge. So, mal hoffen, dass wir hier durchkommen. Deswegen schön Daumen drücken in den Kommentaren. Sonst kommt... Bist du bei mir gestorben? So. Ich weiß doch, jetzt kommt gleich irgendwas Komisches. Fass mitgenommen. Ja, ist in Ordnung. Fass mitgenommen. Das passt schon.
Gut. Ja, aber das ist doch immer an derselben Stelle dort drüben. Du weißt ja, welche Stelle. Das ist irgendwie immer an derselben Stelle. Das ist das Schlimmste dran. Hier geht's darum, wenn ich hier ein Fass mitnehme, dann ist das schlecht. Also wenn ich zumindest selber es nicht mitnehme. Bei mir hast du bis jetzt keins mitgenommen. Ja, das ist synchron. Jetzt merke ich unten drunter durch. Ups. Ich glaube, da ist was schiefgelaufen. Irgendwie fand ich den oberen Weg nicht so nice, deswegen dachte ich mir, ich nehme den unteren Weg. Dafür hätte ich ein Bonus-Level machen müssen, aber wäre mir irgendwie einfacher gewesen. Du hast ein Fass mitgenommen. Du hast noch ein Fass mitgenommen. Nein, da hab ich nicht! Bei mir bist du gestorben. Nein! Jetzt bin ich tot. Bin ich schon wieder asynchron. Ja. Wir hätten es fast geschafft. Nur dann habe ich es verkackt. Na gut. Machen wir doch aus dem kürzeren Pfad. Geh mal rein. Komm, wir spielen jetzt einfach. Geh mal rein. Ich will mal wissen, was passiert. Wie du spielst. Blind. Ich will mal wissen. Bin ich reingegangen? Ja. Warte. Was muss ich jetzt drücken? Du fährst. Du springst. Du springst, nimmst alle Fässer mit. Du bist nicht in den Abgrund gesprungen. Was soll ich denn? Ich spiel blind. Komm, spiel du mal bei mir. Geh mal rein. Nee, ich will mal sehen, wie du das jetzt siehst, mit ich rumspringe. Ja, dann geh mal rein. Okay. Das sag ich doch. Geh einfach bei mir rein und zeig mal, was du drauf hast. Ja, dicke Fass verpasst. Echt schlecht, Mel. Ja, ins erste Fass. Oh, denn das eine hast du übersprungen. Da bist du gestorben. Jetzt ich bei dir wieder, oder was? Warte, ich bin jetzt auch selber bei mir, ne? Nee. Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Stelle ich jetzt wieder unsere beiden Dinger oder nicht? Du springst die ganze Zeit. Richtig, ne? Du bist tot! Ich bin tot, okay. Ja gut, dann sage ich mal, machen wir da aus den kürzeren, fehligen ZSNES-Emulator ist Schuldpart, ne? Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, heute nehmen wir nichts mehr auf. Irgendwie will das Internet nicht. Ne, vielleicht sollte man neu starten und dann nochmal probieren. Vielleicht sollte ich dich mal anfangen lassen als mich. Naja. Man könnte es ja mal probieren. Ja, aber heute ist doch das Internet so. Du weißt, dass bei Internet immer so ist. Nein. Es ist auch bei den Größeren so. Manchmal gibt es einfach solche Momente. Kann man das vergessen? Dann in einer Stunde. Was? Eine Stunde? Was? Ist dann doch schon zu spät. Das war ein Witz. Gott. Dann gehe ich mal bei mir das Level beenden, welches wir danach nochmal beenden werden. Im nächsten Part. Dann sag ich doch mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und tschüss. Ciao.